Was hier am letzten Freitag geschehen ist, war ein verachtenswürdiger Akt der Grausamkeit. Wie kann ein solcher Ort der Glückseligkeit zu einer solchen Szene der Brutalität und Zerstörung werden? Wir wissen, dass zumindest 18 britische Touristen in diesem terroristischen Angriff gestorben sind, und wir wissen, dass diese Zahl noch höher werden wird. Ich habe von den verschiedenen Horrorgeschichten gehört, von denjenigen, die das miterlebt haben. Und wir sind in Gedanken bei den Opfern und deren Familien. Aber wir haben auch Geschichten gehört von großem Mut. Der junge Mann, der seine Verlobte vor den Kugeln geschützt hat. Die Hotelangestellten, die ihre Gäste beschützten. Vielen Dank an die tunesischen Behörden und der tunesischen Regierung und auch der Hotelangestellten für alles, was sie getan haben, um den Opfern dieses verachtenswürdigen Aktes zu unterstützen. Präsident Essebsi ist der erste demokratisch gewählte Präsident von Tunesien. Tunesien ist ein Symbol für das, was möglich ist. Und wir hatten heute Morgen ein Treffen mit den Kollegen Innenministern. Und dort haben wir gesehen, wie entschieden wir alle sind, um gegen diese perverse Ideologie zu kämpfen, die zu diesem Tod und zu einer solchen Zerstörung führt. Wir sind sehr klar darüber, dass die Terroristen nicht gewinnen werden. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, um sie zu schlagen. Und wir werden auch gemeinsam daran arbeiten, um unsere Werte zu verteidigen. Wir hatten ein sehr konstruktives Treffen heute Morgen, in dem wir konkrete Möglichkeiten diskutiert haben, auf die wir unser Wissen austauschen können, indem wir uns gegenseitig helfen können, gegen diese Bedrohung zu kämpfen. Und wir sind uns ganz klar darüber, und so wie Premierminister David Cameron heute Morgen klar gemacht hat, sind wir ganz klar entschieden, genau das zu tun, diejenigen zu schlagen, die uns Schaden zufügen wollen, die unsere Freiheit und Demokratie untergraben wollen und sicherzustellen, dass die Terroristen nicht gewinnen. Dazu sind wir fest entschlossen und wir sind alle gemeinsam darin. Vielen Dank an die Menschen in Tunesien und die Regierung, die uns darin unterstützt hat. Wir sind heute hierher gekommen, um zu trauern mit den Angehörigen der Getöteten aus allen Nationen, um die Deutschen, um Briten, um alle, die zu Tode gekommen sind. Aber das war ein besonders bitterer Tag für Großbritannien und das Volk von Großbritannien. Und deswegen gilt eine besondere Sympathie und Zuneigung dem britischen Volk in diesen Tagen. Wir sind hierher gekommen, um Solidarität zu zeigen mit Tunesien und dem tunesischen Volk, dieser jungen Demokratie, dieser jungen und immer noch verletzlichen Demokratie. Und wir sind hierher gekommen, um entschlossen zu zeigen, dass Freiheit stärker ist als Terrorismus. Wir sind gemeinsam bedroht. Und wir werden gemeinsam zusammenarbeiten, damit die Freiheit und nicht der Terrorismus das letzte Wort hat. Wir wissen um die Bedeutung des Tourismus für Tunesien. Wir haben aber auch eine Verantwortung gegenüber dem Schutz deutscher Staatsbürger im Ausland. Unser tunesischer Kollege hat uns sehr eindrucksvoll vorgetragen, welche zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen die tunesische Regierung in den letzten Tagen ergriffen hat. Das unterstützen wir. Wir werden hier gemeinsam, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, mit Tunesien zusammenarbeiten. Und im Lichte all dessen geben wir unsere Reiseempfehlungen verantwortungsvoll und umsichtig. Auch ich möchte ein Wort des Dankes sagen an
diejenigen in Tunesien, die dabei waren, die Touristen, die sich gegenseitig geholfen haben. Ich habe Verständnis für die Touristen, die abgereist sind. Ich habe aber auch großen Respekt vor den Touristen, die hier geblieben sind. Ich bin voller Respekt vor den Mitarbeitern dieses Hotels, die in großartiger Weise diejenigen, die hier geblieben sind, die überlebt haben, unterstützt haben. Und ich möchte auch sagen, dass über alle politischen Grenzen hinweg, auch zwischen verantwortlichen Politikern, über die Trauer Freundschaft wächst, und das wird sich auch im Alltag bewähren. Madame la ministre, messieurs les ministres, Frau Ministerin, Herren Minister, wir sind vier und wir haben uns hier in Tunesien versammelt, vier Innenminister aus vier Demokratien, die sich hier zusammengefunden haben im Kampf gegen den Terrorismus. Wir sind alle hier am Ort des Geschehens, am Ort eines Dramas, um zu zeigen, wie betroffen wir sind, wie traurig wir sind und dass wir mit denjenigen sind, die ihr Leben auf tragische Weise hier am Freitag verloren haben. Freitag war ein sehr schwieriger Tag. Dieses Ereignis in Tunesien, das sehr schrecklich ist, das einen Akt der Barbarei darstellt und durch den Hass und das, was hier geschehen ist. Es ist ein ganz besonderer Tag, weil Frankreich auch angegriffen wurde. Und es war auch ein tragischer Tag für Kuwait. Und das zeigt ganz klar, dass wir gemeinsam Werte verteidigen gegenüber denjenigen, die diese Werte untergraben wollen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir hier gemeinsam sind. Und es geht hier auch darum, das ist der Sinn dessen, was wir hier tun, dass wir hier ganz entschlossen sind, um entschieden gegen den Terrorismus zu kämpfen. Frankreich ist aus ganz verschiedenen Gründen und durch freundschaftliche Bande und andere Bande sehr eng mit Tunesien verknüpft und auch verknüpft mit den Ländern, die ganz viele Opfer aufzuweisen haben. Meine Kollegen hier stehen solidarisch mit Frankreich und wir sind uns einig darin, dass dieses Drama von Freitag sehr stark zu betrauern ist. Ich möchte auch sagen, wie entschieden wir sind, gemeinsam zu arbeiten gegen den Kampf gegen den Terrorismus. Das ist eine Entschiedenheit in dem Kampf, wo es darum geht, ganz wichtige Dinge sicherzustellen. Es geht um die Entwicklung der jungen tunesischen Demokratie und dass wir durch unsere Kooperation Bedingungen schaffen können, dass sichere Bedingungen in diesem Land herrschen, dass die Geheimdienste zusammenarbeiten, dass die Polizei zusammenarbeitet, der Kampf gegen Fälschung von Papieren, Sicherung der Flughäfen und der touristischen Zentren. All das dient dazu, dass wir klar machen, dass wir entschieden und gemeinsam handeln wollen. Und in den folgenden Wochen werden wir weitere Treffen haben, weitere Möglichkeiten, uns auszutauschen. Denn angesichts dieses Terrors, den man über Tunesien zieht, muss man sehr schnell und sehr effizient arbeiten. Und wir sind entschieden, genau das zu tun. Zum Schluss möchte ich sagen, dass meine Kollegen und ich in diesem Kampf gegen den Terrorismus entschieden sind, gemeinsam. Und das ist der Schlüssel des Erfolgs, den wir haben werden gegenüber denjenigen, die uns angreifen wollen. Dieser Kampf gegen den Terrorismus, so hat es meine Kollegin Theresa May gesagt, werden wir gewinnen. Wir sind entschieden, diesen Kampf zu gewinnen. Und unsere Länder haben sich daran angepasst. Wir haben die Geheimdienste verstärkt. Wir haben Gesetzesvorhaben gegen
die Propaganda im Internet ergriffen. Wir haben Strafmaßnahmen eingeführt gegenüber diejenigen, die solche Akte durchführen, und wir werden unablässig daran arbeiten, um gegen denjenigen zu gewinnen, die mit Barbarei und Gewalt gegen den allgemeinen Werten hier kämpfen wollen.